Si j'ai bien compris, l'accessibilité fait aussi partie des aspirations d'HB 2022 et cela ne signifie pas seulement garantir l'accès sans barrière aux lieux culturels. Oui, la France... alors... Non, en fait, l'accessibilité, c'est aussi rendre... Excusez-moi, je me suis mis un peu en avant là, désolé. L'accessibilité, c'est aussi rendre l'histoire et la culture, toutes ses formes accessibles, non? Das ist der Punkt von den Oven, und ich freue mich aber, wenn den Riker nochmal zu den hört. Im Prinzip, als allgemein gelegt wird, die Accessibilität zu schaffen, Zugang zu schaffen, und in diesem Durch geht es darum, Zugang zu schaffen zu unserer Geschichte und dem Patrimoine, den diese Region so reich macht. Historisch Plätze und Themen, ein Sujet, den der Gemeinde Kiltäting und ganz um Herz leidet, dafür heute Abend der Bürgermeister Jean Weiler und der Pascal Uselinger, responsable vom Service Kulturell, der Stefan Brusco, Bürgermeister von der Gemeinde Thiel, und nun aber auch den Robert Garcia, Member von dem Verwaltungsrat von der ASBL IK-CNCI, eine Struktur, die am Kader von ESCH 2022 eine Form kreiert hat und die große historische Plätze an Industriekultur auf Pira Kerb stehen hat. Das ist mir wirklich schrecklich, schlägt mich, ich meine, der Ricardo, den hat mich noch ein bisschen perturbiert an dem ganzen Set. Ich auch. Ihr auch, tipptopp, das freut mich. Jean, kein Tätig. Ganz eng mit der Geschichte von der Region verbunden und hat sich dem Thema von der Arbeit an ihre Protagonisten angeholt. Die Working Class Heroes stehen am Mittelpunkt. Wie kriegt ihr nicht hin, diesen enorm wichtigen Sujet sexy zu gestalten für die Jugend, ohne den Leuten, die ganz schwer geschafft haben, natürlich auf die Face zu trippeln? Merci, Nancy, für die Frage. Für dich wollte ich aber erklären, was den kleinen Ricker haben will. Ich bin am Kader von ESCH 2022 den Herrn Stefan Brusco von Thiel kennengelernt. Und bei der Remise des Flambeaux zu Röbling hat er mir ein Flasch Wasser, Quellewasser von der Ulzicht gebracht. Und er hat gesagt, das kann den trinken. Für sicher zu sehen, dass er was trinkt, weil er soll die Leber ein bisschen etwas draschen. Und das, wie ich noch mit ihm zusammen habe, um dich, sollte ich davon profitieren, für das zu machen. Und wir wollten zusammen Wasser von der Quelle von der Ulzicht schmecken. Ja, dann prost mal. Wir schmecken alle mal just Wasser, ne? Wie kriegt denn die Geschichte an das Leben von den Minderen mehr sexy für die Juren? Das heißt, mir gedacht, für die Juren, für den das mir noch zu bringen, muss ich noch probieren, die Geschichte von oder den Jugendlichen hier Probleme irgendwie in Relation zu bringen mit der Geschichte von den Minderen und mit dieser Geschichte. Da das geschieht auf verschiedene Manieren. Für das erste Mal den Graphic Novel rausgebracht, eine moderne Form von Publikation, eine Bande dessinée über das Leben von George Horchen. Dabei hast du noch eine KI Pädagogik ausgeschafft. Und das Leben von George Horchen, was nicht nur um George Horchen geht, sondern auch um das Leben zu seiner Zeit. Ich habe den Deputierten, wie jemand an die Chambre kommt. Du hast eine KI Pädagogik ausgeschafft und dürfen so auch die W an nationale Education. Wir hatten auch den neuen Minna, den Musical. Da haben die Vereine von Kehler von Tating Martell geholfen, den ganzen Kopf jugendlicher, wenn du bedeutest. An dem Musical als wohl das Leben von den Minneren an der Vergangenheit. Und geschwärt, gibt es auch mit modernen Problemen, aktuellen Problemen, wie die Exploitation von der seelenden Erden, respektive modernes Sklaventum ungeschwert gehen. Ich meine, das sind auch Themen, die die Juren interessieren. Wir haben nach dem ASBL die gegründet haben, die sich zu Themen rund um die Erbischt, das ist an der Zeit von den Minderen, aber auch halt aktuell Probleme, zum Beispiel Römenkehr, dem modernen Sklaventum oder so Themen verschrieben hat, auch regelmäßig Ausstellungen nach Konferenzen tun möchte. Wir haben auch dann mit der Artistenküste die Gerla Min ein Theaterstück auf B gesagt und selber zusammengesagt und wo sie hier Probleme, die sie und die Jugendlichen hier Probleme in Relation gesagt haben mit den Problemen von den Minderen an der Zeit. Schon der Theaterstück gesehen, Jean, es war wirklich formidabel. Mir meine Frage war, warum und Pascal gehen. Du schreibst mit deiner Equipe Musical, Theater und Literaturgeschichte, die kulturell auch von der Gemeinde. Was ist deine Vision du? Merci für den Froh, Nancy. Ich habe meine Brille aufgedauert, für besser können, auf meine nicht abgeschriebene Antwort zurückzukommen.
Nee, ich hätte natürlich nicht für ein paar Jahre gedacht, dass man für ein Lokal, Musical, Kulturgeschichte auf dem dritten Niveau schreiben. Ich meine, für mich ist das noch immer das Magische und der Kultur gewesen. Always expect the unexpected. Du weißt nie so richtig, was geschieht. Lust dich auf die Sachen an, lust dich auf die Leute an, lust dich auf die Leute hier Geschichten an. Und dann reagierst du darauf, an den Weg möchte ich dann von selbst. Mm. Ich fand das halt passionant, ganz einfach an der Kultur insgesamt. Das ist das ganz spannend, nächstes Jahr. Wir sind du schon wirklich vierwilzig, wird du alles wird kommen. Und dann gehen wir auf Thiel. Thiel. Thiel est un autre lieu historique. Stéphane, le camp de concentration de Thiel rappelle un chapitre bien sombre de notre histoire. Comment l'avez-vous intégré au programme d'Esch 2022 et comment avez-vous rendu ce lieu accessible à travers l'art? Il y a un camp de concentration, la source de l'Alzette, l'histoire de 37 femmes soviétiques, travailleuses forcées, qui ont pris également la résistance, qui se sont évadés. Il y a également, bien sûr, l'usine secrète de fabrication de V1. Il y a vraiment l'histoire, c'est arrêté à Thiel. Donc nous avions des lieux de mémoire, et grâce à Esch 2022, au Musée national de la résistance, à CCPHVA, bien sûr, hein, puisqu'elle est le lien derrière tout ça, et aux artistes, je tiens à remercier les artistes, nous avons mis en valeur notre patrimoine culturel. Donc ça, ça a été une grande chance pour nous, cette mise en lumière, et ça nous a permis en réalité d'y intégrer tous nos scolaires. Ça, ça a été la première chose qui a été faite. Et grâce à ce travail commun, et qui a pris naissance dès l'annonce officielle, en tout cas de la capitale européenne de la culture, donc au sein déjà du conseil municipal, au sein de la communauté de communes, au sein du conseil départemental, de la DRAC Grand Est, de l'État, mais également de l'Institut national de l'audiovisuel. Donc nous avons travaillé pour mettre en valeur ce patrimoine commun, cette ambition culturelle qui devait nous permettre, en tout cas, une reconnaissance historique et artistique sur l'ensemble du territoire et surtout de notre ville. Demain, pour nous, en tout cas, s'ouvre Esch 2023. Pourquoi ? Parce que nous allons faire un partenariat avec le Musée national de la Résistance qui va nous permettre, dans un premier temps, encore une fois, avec les scolaires, mais pas seulement les scolaires de Thiel, d'avoir les scolaires de tout un département, de pouvoir venir traverser cette frontière pour pouvoir connaître ces lieux culturels. Au-delà des investissements, au-delà de tous les investissements qui ont été énormes pour toutes les villes et également pour le budget de Esch 2022, je tiens vraiment à remercier au nom du conseil municipal de la ville toute l'équipe de Esch 2022 pour le professionnalisme, donc l'empathie, la disponibilité et surtout l'efficacité. Je pense que pour nous, c'est important. Merci pour ces beaux mots. Merci beaucoup. Très désolée de devoir couper mes rougas. IKCNCI. Fett Ostert, auf wie gesagt, Zukunft von dem, der Struktur aus. Ganz schnell. 20 Minuten Zeit, ja. Ja, okay. Schon leider ein paar Minuten geklaut, also, das man schrecklich schlägt, wenn es mir nach Schusselisch geht. CNC ist 2003 entstanden, 20 Jahre lang als Neues geschieht. Und weil nämlich am Minnet, wie auch in anderen Regionen, die Leute haben so ein Problem mit ihrer industriellen Vergangenheit. Und viele Leute gucken lieber an das Space Mining wie an das Mining in dem Boden. Wir haben eine Refondation, wie die Italiener gemacht, am Kader von der UNESCO-Kandidatur. Wir haben gedacht, wir profitieren mal schamlos von Esch 2022, für natürlich so hinzukriegen, das möchte ja ein Mensch. Dadurch haben wir eine Ausstellung gemacht zu Diddling, die Woche hätten mehr Visitoren können kommen, das allgemein überall Luft nach oben. Ich will nicht so viel an den Sohn. Nicht so viel kritisch sind, Robert? Ja, ich will aber auch nicht an so einen Volkskongress-Triumphalismus verfallen, dass noch viel Luft überall nach oben. Natürlich, das ist richtig. Mehr für uns, was die Luft immens groß fällt, dadurch die Aktion, die wir am Kulturjahr hatten, sind wir ein bisschen vom Schicke-Club ein bisschen mehr offizialisiert, gehen an das Ministerium, geht als nächstes Jahr Moyen für weiterzuführen. Ich meine, das ist das Wichtigste. Wir sind eine von den Hauptinitiativen, die sicher sind, dass sie nächstes Jahr weiterführen, dass sie Suche kriegen, dass sie Moyen kriegen und dass sie auch eine gewisse Dynamik kriegen. Und hauptsächlich auch dadurch, dass man nicht die verstöpften Image von allen weißen Männern mit der Kasken haben, sondern auch ganz viele junge Leute, Artisten und Artistinnen bei uns haben, die dann die Industriekultur revitalisieren. Weil wir sind nicht ein Patrimoinsclub, wir sind ein Verein, der will an denen
allen Klitschen, wie ihr seht, und an allen Hypen, will es nicht Leben bringen. Und ich denke, dass das 2022 gelungen ist. Und auch nächstes Jahr wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Merci.